Es war angesprochen, Strategien sind gefragt, Kooperation ist gefragt, strategische Vorgangsweise von allen ist gefragt. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus arbeitet eine neue Biodiversitätsstrategie aus mit dem Zeithorizont 2013. Und die, die für diesen Prozess verantwortlich ist, Frau Diplom-Ingenieur Gabriele Obermeier, wird uns jetzt erzählen, was bei diesen Vorbereitungen, bei diesen Diskussionen alles passiert. Ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank, Herr Diplom-Ingenieur Kugler. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und Ihnen etwas erzählen darf zu etwas, worin wir laut Sepp Settele sehr gut sind, nämlich Strategien entwickeln, uns Ziele setzen, uns Maßnahmen setzen. Wie es dann in der Umsetzung ausschaut, das ist eine andere Geschichte. Sehr herzlichen Dank daher auch für die Einladung, hier sein zu dürfen. Vielleicht kurz auch zu meiner Person. Ich bin von der Ausbildung her BOKU-mäßig geprägt, also ich bin Forstwirtin und seit über 20 Jahren im Ministerium, im Umweltministerium, zuständig für die Biodiversität, das heißt national für die Strategie, aber auch für die Umsetzung der internationalen Vorgaben. Ich habe auch die große Ehre, Österreich bei den verschiedenen internationalen und EU-Verhandlungen zu vertreten. Ich habe auch viele Nächte mit dem Sepp Settele in Paris verbracht, bei den IPS-Verhandlungen, allerdings hinter dem Verhandlungstisch. Der Sepp ist vorne gesessen, ich unten als österreichische Delegierte. Und wir haben da wirklich viele Nächte verbracht, diese Ergebnisse oder die Vorgaben für die politischen Entscheidungsträgerinnen zu verhandeln. Denn das muss man auch sagen, die 136 Mitglieder von IPES haben das auch beschlossen, die Ergebnisse von IPES. Also das ist ein von den Regierungsvertreterinnen beschlossenes Dokument. Ich möchte einmal beginnen mit einer Begriffsdefinition. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle wissen, was wir unter Biodiversität überhaupt verstehen. Es wird im Allgemeinen nur von Artenvielfalt gesprochen. Biodiversität ist aber ein Begriff, der viel mehr umfasst. Da geht es auch um die genetische Vielfalt. Da geht es auch um die Vielfalt der Lebensräume. Und das ist alles Biodiversität. Wir haben diese Definition übrigens auch in einem österreichischen Bundesgesetz verankert, nämlich dem Bundesgesetz, mit dem wir das internationale Instrument für den Erhalt der Biodiversität ratifiziert haben, und das ist die Konvention Biologische Vielfalt. Ganz kurz, sie verfolgt also drei Ziele: Schutz der Biodiversität in Schutzgebieten, aber auch ex situ, die nachhaltige Nutzung der Biodiversität durch den Menschen und den Vorteilsausgleich, das heißt, die die Ressourcen erhalten sollen, auch an Gewinnen beteiligt werden. Das ist hauptsächlich ein Nord-Süd-Thema natürlich, und es gibt auch ein eigenes Protokoll dazu. Für uns wichtig ist die Artikel 6 dieser Konvention, der uns verpflichtet, eben nationale Strategie festzulegen, wo wir genau sagen, wie wir die Ziele der CBD erreichen und welche Maßnahmen wir dazu setzen. Diese Konvention ist deswegen wichtig, weil sie also auch 20 globale Ziele gesetzt hat im Jahr 2010 für den Erhalt der Biodiversität. Das sind sie, ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne ein, möchte nur zwei hervorstreichen. Das eine Ziel, auf das Sepp ist schon eingegangen, ist das Ziel, dass wir bis 2020 17% Schutzgebiet auf der Welt haben möchten, auf dem Land, und 10% auf dem Meer. Auf dem Land sind wir schon beinahe dabei, da haben sich also in den letzten Jahren viel getan. 2010 haben wir gestartet mit 12-13%, also da ist in den letzten Jahren viel passiert. Auf dem See sind wir nicht so gut, bin mir nicht sicher, ob wir das Ziel erreichen. Ein anderes Ziel bezieht sich auf die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme. Da hat man sich vorgenommen, bis 2020 15% aller geschädigter Ökosysteme wiederherzustellen. Andere Ziele beziehen sich auf abbauschädigende Subventionen und so weiter, auf Bereitstellung von Finanzmitteln auch natürlich, um die Biodiversität zu erhalten. Die Europäische Union hat reagiert auf diese 20 globalen Ziele mit einer eigenen europäischen Biodiversitätsstrategie, die 6 Zielsetzungen verfolgt. Diese beziehen sich primär auf gemeinschaftliche Rechtsbereiche wie in Landwirtschaft, Forstwirtschaft ist kein Gemeinsam, aber auch Forstwirtschaft, Fischerei, auf die Umsetzung der Naturschutzrichtlinien, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie, aber auch auf den Beitrag der EU zum Erhalt der globalen Biodiversität, denn die Europäische Union ist ja auch international ein ganz, ganz wichtiger Motor, vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Und wie der Sepp auch erwähnt hat, die Europäische Union importiert auch viele natürliche Ressourcen und trägt dazu
daher bei, dass auch in Ländern Übersee und im Süden Biodiversität verschwindet. National, was haben wir national getan? Wir haben im Ministerium 1995 eine nationale Biodiversitätskommission eingerichtet. Diese Kommission berät die Frau oder den Herrn Bundesminister in Angelegenheiten der Biodiversität. Es sind also dort alle Ministerien vertreten, es sind die Bundesländer vertreten, es ist die Wissenschaft vertreten, die Sozialpartner sind vertreten und auch NGOs. Sie ist zuständig für die nationale Biodiversitätsstrategie, für nationale Berichte zum Thema Biodiversität und so weiter. Und es gibt auch eine Homepage, biologischevielfalt.at, wo Sie alle Informationen zur Biodiversität in Österreich finden. Wenn man über Biodiversität in Österreich spricht, kommt man nicht umhin zu sagen, dass wir in einem Land leben, das gesegnet ist mit einer Vielfalt. Aufgrund unserer großen naturräumlichen Vielfalt, die Alpen im Westen und im Zentralösterreich, die pannonische Tiefebene, unsere Flüsse, unsere Seen und so weiter, all diese Verschiedenheit an Naturräumen und mit ihren vielen verschiedenen Arten tragt also dazu bei, dass wir ein Land der großen Vielfalt sind. Wir haben ungefähr 68.000 verschiedene Arten in Österreich, wobei die größte Zahl natürlich die Insekten sind mit an die 40.000 Arten. Die Bilder sind nicht so schön wie das Eingangsvideo, aber immerhin wollte ich ein bisschen da auch etwas zeigen von unserer Vielfalt. Und wie überall in Europa, weltweit ist auch bei uns diese Vielfalt gefährdet. Vorgestern wurde der 12. Umweltkontrollbericht veröffentlicht, und ich habe hier diese Zahlen daraus genommen. Also ungefähr die Hälfte aller unserer Biotoptypen, davon gibt es ungefähr 500, ist in irgendeiner Form gefährdet. Also das reicht von leichten Gefährdungen bis zum vom Aussterben bedroht. Jede dritte Pflanze ist gefährdet, jede zweite, dritte Tierart ist gefährdet. Bei den Amphibien ist 60% einer Gefährdung zugeordnet. Kurz eine der Ursachen, es wurde heute auch schon erwähnt, ich habe es deswegen genommen, weil gestern ein neuer Bericht in unserem Ministerium vorgestellt worden ist zum Bodenverbrauch, der auch aufgezeigt hat, dass obwohl die Flächeninanspruchnahme in Österreich in den letzten 10 Jahren sehr stark zurückgegangen ist, dank vieler Initiativen, aber sie immer noch viel, viel zu hoch ist. Also Sie sehen hier die Zeitreihe von 2013 bis 2018 von 20 Hektar pro Tag Flächeninanspruchnahme auf ungefähr 11,8 Hektar pro Tag Flächeninanspruchnahme. Die Hälfte davon ungefähr wird versiegelt, das heißt für immer geht dieses Grünland verloren. Allerdings eben wie gesagt, noch immer auf hohem Niveau, denn 2,5 Hektar pro Tag ist ein Ziel, das wir uns in unserer Nachhaltigkeitsstrategie gesetzt haben. Die Politik hat natürlich reagiert. Wir haben in Österreich 28% Schutzgebiete, das ist eine sehr hohe Zahl, davon 3% Nationalparks, die gehören zu den strengsten Schutzgebieten. 28%, dazu zählt alles, dazu zählen also die FFH-Schutzgebiete, dazu zählen aber auch Landschaftsschutzgebiete und so weiter. Also das heißt, diese Gebiete unterliegen unterschiedlichen Schutzkategorien. Wir haben auch viele erfolgreiche Artenschutzprogramme, wie zur Großtrappe, wie zur Bartgeier und so weiter. Wir haben ein umfassendes Agrarumweltprogramm mit zahlreichen Biodiversitätsmaßnahmen, das also von fast 90% der österreichischen Bauern in der einen oder anderen Form in Anspruch genommen wird. Das ist auch sehr, sehr positiv. Wir haben ein Waldprogramm und ein Forstgesetz, das die Nachhaltigkeit fordert und so weiter. Und jetzt die nationale Biodiversitätsstrategie. Diese ist bereits die dritte österreichische Strategie, 2014 beschlossen, von der Nationalen Biodiversitätskommission erarbeitet und von Herrn Bundesminister Rupprechter damals auch angenommen und seinen Regierungskolleginnen und Kollegen vorgelegt. Sie enthält zahlreiche Vorgaben für die verschiedenen Akteure der Biodiversität, also auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch für die Gemeinden, für NGOs und für andere Akteure und Stakeholder. Und das oberste Ziel, das wir uns auch in Österreich gesetzt haben, ist, den Verlust der Biodiversität zu stoppen. Dazu haben wir uns 5 Handlungsfelder angeschaut. Das erste Handlungsfeld ist der Allgemeinheit auch gewidmet, denn dort soll das Bewusstsein über die Bedeutung der Vielfalt gestärkt werden, also Biodiversität anerkennen als in allen ihren Werten und auch Biodiversität kennen, das heißt die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir die Biodiversität erhalten, zum Beispiel auch durch Einrichtung von Monitoring-Systemen und so weiter, denn das Wissen über die Biodiversität in Österreich ist nicht vollkommen, also da gibt es auch noch Lücken.
Biodiversität nutzen, nachhaltig nutzen, Biodiversitätsbelastungen reduzieren, Biodiversität erhalten und entwickeln, das sind also die klassischen Naturschutzdisziplinen, und Biodiversität weltweit sichern. Auch wir als Österreicher haben natürlich eine Verantwortung in der Erhalt der globalen Biodiversität. Zu diesen 5 Handlungsfeldern gibt es 12 Ziele mit 50 Unterzielen, ungefähr 150 verschiedenen Maßnahmen und auch natürlich Parameter zum Evaluieren der Umsetzung. Wir müssen uns ja auch anschauen, was tun wir, um diese Ziele zu erreichen. Die 12 nationalen Biodiversitätszielen sind darauf ausgerichtet, Biodiversität in die verschiedenen Sektoren zu integrieren, natürlich allen voran Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber auch Energie, Tourismus, Verkehr und so weiter. Und ein Ziel, nämlich das Ziel 4, ist auch an die angepassten Wildtierbestände und Fischbestände gewidmet. Und auf das möchte ich jetzt kurz eingehen. Hier, und das muss ich schon sagen, ist der Fokus damals gelegt worden auf den Einfluss des Wildes auf die Biodiversität. Als Ziele haben wir uns gesetzt die Fortsetzung des Forst-Jagd-Dialogs, ein für unser Haus sehr wichtiger Dialog mit der Jägerschaft. Dann die Reduktion oder die Anpassung der Schalenwildgröße und Strukturen an die Lebensräume, die Verbesserung der Wildeinflusssituation und die Akzeptanz der Beutegreifer. Zu diesen Zielen gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Das ist, was heute auch schon öfters angesprochen wird, die sektorübergreifende Abstimmung, also dass man sich zusammensetzt an einen Tisch zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Verkehr, Erholung und Tourismus. Das ist aber auch die Erhaltung, die Schaffung von Wildtierkorridoren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem auch im Lichte des Klimawandels muss das Wild und müssen die Arten auch eine Möglichkeit haben zu migrieren. Das ist aber auch die Umsetzung und Berücksichtigung der Kriterien für eine nachhaltige Jagd. Diese Kriterien wurden vom Ministerium gemeinsam mit dem Umweltbundesamt vor einigen Jahren entwickelt. Und es hat uns sehr gefreut, wie großartig diese Kriterien angenommen worden sind, auch von der Jägerschaft. Und so weiter. Wir haben, um uns anzuschauen, wie schaut es mit der Umsetzung an, eine eigene Datenbank eingerichtet im Umweltbundesamt, wo wir also alle Projekte sammeln, die gemacht wurden oder die uns berichtet wurden, die zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie beitragen sollen. Ich habe gestern einen Auszug dazu gemacht, also und habe mir auch angeschaut, wo sind also die meisten Projekte in der Datenbank. Ist nicht überraschend, dass es bei den allgemeinen Zielsetzungen, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung und im Bereich der Forschung, das sind die grünen Säulen, die Sie hier sehen, und auch in der Forschung die meisten Projekte gibt, gefolgt dann von dem Erhalt der Arten und Lebensräume, also den klassischen Naturschutzdisziplinen. Die Jagd ist hier also als ein Teil und sind da insgesamt von jagdlicher Seite an die 20 Projekte berichtet worden. Ich denke aber, es gibt viel, viel mehr Projekte dazu. Wie gesagt, diese Zahlen beziehen sich auf Projekte, die uns berichtet worden sind. Das heißt nicht, dass diese wirklich vollständig sind. Wenn wir heute von Biodiversität sprechen, dann ist eines klar, Biodiversitätsdiskussionen und Verhandlungen passieren heute in einem völlig anderen Umfeld als noch vor 5 oder 10 Jahren. Erstens, wir haben einen viel besseren Wissensstand. Das IPBES hat wesentlich dazu beigetragen. Ich möchte gar nicht darauf eingehen. Wir haben auch eine gestiegene mediale Aufmerksamkeit für das Thema. Im letzten Frühjahr und Sommer haben Sie alle sicherlich diese Meldungen, die Horrormeldungen über das Insektensterben, auch über das Vogelsterben gelesen und gehört. Und Biodiversitätsverlust wird heute auch gleichgesetzt mit dem Klimawandel. Und das ist auch in der Politik angekommen und vor allem in Brüssel auch angekommen. Die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihren politischen Leitlinien für die nächsten 5 Jahre Biodiversität ganz oben hingeschrieben und auch den Leitlinien vorausgesetzt, dass der Schutz und die Wiederherstellung unserer Ökosysteme all unsere Arbeit leiten soll. Die neue Biodiversitätsstrategie 2030 für die Europäische Union wurde für Jänner 2020 angekündigt und sie soll ein zentrales Element des European Green Deals darstellen
wo es also auch darum geht, um Klimawandel, wo es auch geht um Verschmutzung. Biodiversität als ein zentrales Element dieses Green Deals. Und es haben der neue Umweltkommissar, der designierte Umweltkommissar Sinkevicius, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und auch der geschäftsführende, stellvertretende Kommissionspräsident Timmermans in ihrem Hearing im Parlament, die also letzte Woche stattgefunden haben, Biodiversität ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Also Biodiversität ist in Brüssel ein großes Thema. Biodiversität und welche Ziele es geben soll in Zukunft ist auch in den Vereinten Nationen ein großes Thema. Es gibt derzeit auch einen ganz intensiven Prozess zur Entwicklung neuer globaler Biodiversitätsziele für nach 2020. Und es wird im September nächsten Jahres auch einen Biodiversitätsgipfel der Staats- und Regierungschefs in New York geben. Diese Gipfel haben ja immer große mediale Aufmerksamkeit, wie wir heuer auch gesehen haben, der Klimagipfel im Sommer, wo auch unser Bundespräsident, unsere Bundeskanzlerin und unsere Frau Ministerin teilgenommen haben. Und jetzt zu unserem Biodiversitätsdialog 2030. Frau Bundesministerin Maria Patek hat diesen am 8. Juli in Wien gestartet. Und das Ziel dieses Dialoges ist die Entwicklung einer neuen Biodiversitätsstrategie für Österreich. Wir haben uns für diesen Dialog einige ganz grundsätzliche Prinzipien vorgenommen, die wir umsetzen. Das erste Prinzip ist, Biodiversität betrifft alle. Biodiversität ist nicht allein ein Naturschutzthema. Alle müssen dazu beitragen, die Biodiversität in allen ihren Ausprägungen zu erhalten. Und daher müssen wir auch gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es geht nicht darum zu sagen, die Landwirtschaft ist schuld, die Forstwirtschaft ist schuld, die Jagdwirtschaft ist schuld, die Industrie ist schuld, sondern wir alle müssen gemeinsam an einen Strang ziehen und gemeinsam dazu beitragen, gemeinsam agieren statt reagieren. Wir starten den Dialog mit einem leeren Blatt Papier. Wir laden alle Expertinnen und Experten ein, uns zu sagen, was sie beitragen können und wollen. Und dazu gibt es eine Reihe von Workshops, die ich dann gleich noch erklären werde. Wir möchten in diesem Prozess, in diesem Dialog auch Vertrauen schaffen und zum Schluss dann natürlich dazu beitragen, dass die Vielfalt in Österreich erhalten bleibt. Okay, ich bin gleich fertig. Das ist übrigens so schön, nur Gott, dass man immer hören möchte. Die Biodiversitätsstrategie ist in Österreich natürlich kein isoliertes Instrument, sondern eingebettet in eine Vielzahl von Programmen und politischen Instrumenten. Und unser Ziel ist es natürlich auch, hier Synergien zu schaffen und Zielkonflikte zu vermeiden, die es natürlich auch geben kann, zum Beispiel auch mit der Klima- und Energiestrategie, wenn Sie an erneuerbare Ressourcen denken, aber auch Agrarpolitik, Bioökonomie, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, Tourismus und so weiter. Also das ist hier ein Gesamtwerk, wo die Biodiversitätsstrategie in der Mitte steht und wo wir uns es ein großes Anliegen ist, dass wir hier alle diese Strategien in eine Richtung gehen. Wir haben dazu einen Prozess in Gang gesetzt, wie gesagt, einen Dialog mit 4 thematischen Workshops, die jetzt im Herbst stattfinden, mit einer öffentlichen Konsultation. Das heißt, wir möchten alle Österreicherinnen und Österreicher einbinden im Frühjahr. Dann kommt die Knochenarbeit der Erarbeitung des Entwurfs im Sommer und dann die nationale Biodiversitätskommission, die dann dafür verantwortlich ist, die Strategie zu verhandeln. In dieser Kommission haben wir auch einen Sitz der Jägerschaft und ich hoffe, dass dieser Sitz bald belegt wird. Der Workshop, der für die Jägerschaft jetzt interessant ist, ist am 15. November. Da geht es um die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Jagd und Fischerei, der findet in Klagenfurt statt. Ja, hier Impressionen aus dem ersten Workshop, der am 27. September in Wien stattgefunden haben, wo wir über Tourismus, Klima und Forschung geredet haben. Wir waren überrascht, wie viele Leute gekommen sind. Es ist also wirklich ein Thema, das derzeit die Menschen und auch die Experten natürlich interessiert. Und es ist eine Fülle von Inputs sind entwickelt worden. Insgesamt haben wir an die 300 solcher Karten gesammelt. Da bin ich auch schon beim Schluss. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage biodiversitätsdialog2030.at. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
danke sehr. Mir drängt sich eine Frage auf. Sie haben gesagt, die Strategien, die bisherigen, wurden auch evaluiert. Ist die aktuelle Strategie auch schon evaluiert worden und gibt es da Gefühl, wie man in der Umsetzung steht? Ja, es ist evaluiert worden in Bezug auf die Projekte, die gemacht wurden zur Umsetzung der Strategie. Und ich habe hier die Tabelle gezeigt. Wir sind in den klassischen Bereichen gut. Von den Ergebnissen her. Von den Ergebnissen her, Sie sprechen das Monitoring an, in der Natur. Haben wir ein paar Lücken. Wir wissen da nicht ganz genau überall Bescheid, wie wir stehen, aber wir sind bemüht, diese Lücken zu schließen. Also wir haben verschiedene Inventuren, wie das natürlich Waldzustandsinventur, wir haben Evaluierungen vom Agrarumweltprogramm, wir haben derzeit auch Projekte laufen zum Monitoring in der österreichischen Kulturlandschaft, wo wir demnächst also Ergebnisse vorliegen haben werden. Okay, danke sehr. Danke für diesen Einblick.